geschafft. Es tut sich schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich habe es echt geschafft, meine Kamera-Equipment zu Hause zu vergessen. Ja, ich habe es wieder getan. Ich wollte mir dieses Jahr eigentlich kein Projekt holen oder besser gesagt kein neues Auto holen. Aber also bei dem Motor, bei dem Preis musste ich einfach zuschlagen. Was für ein Auto das ist, in welchem Zustand das ist, das werden wir auf jeden Fall gleich sehen. Das Geile ist einfach, das Ding hat einfach keine Stoßstange plus noch ein paar andere Sachen. Die muss ich jetzt erstmal besorgen, damit ich überhaupt bewegen kann oder beziehungsweise überführen kann. Ne, sonst ohne Stoßstange darf man das Auto natürlich nicht bewegen. Deswegen fahre ich jetzt einmal nach Gladbeck, holen mir einmal eine neue Stoßstange, dann mal schauen, ob wir das in unserem Platzwunder Polo reinkriegen. Ich weiß gar nicht, ob wir die Stoßstange da reinkriegen, aber egal, ich bin einfach losgefahren. Ihr kennt das. Wir fahren jetzt dahin. Die Route wurde aufgrund von 4 Kilometern Stau auf der A43 neu berechnet. Bitte 350 Meter dem Straßenverlauf folgen. Will ich zu Ende reden? Dankeschön. Wir werden jetzt dahin fahren, gucken, ob ich die Stoßstange reinkriege. Und wenn nicht, egal. Shit happens. Dann werde ich die irgendwo anbinden und dann zurückfahren. So, Stoßstange ist gekauft. Sieht gut aus. Ja, ist auch eine schwarze Farbe. Aber seht ihr, was für ein Auto das ist, oder? Habt ihr noch nicht gesehen? Werdet ihr aber gleich sehen. Wir brauchen aber noch was. Fahrwerk. Ja, ihr habt richtig gehört. Nicht, dass ich irgendwie sofort das Auto tiefer legen möchte. Nein, das werdet ihr gleich sehen. Warum? Fahrwerk ist von KDS. Checkt unten einmal ab. Also ist echt das günstigste Fahrwerk, den es gibt auf dem Markt. Von KDS. Das ist ein Gewindefahrwerk, den man eintragen kann. Wir werden den mal einbauen und mal testen, wie der so ist. Und wenn ihr da anruft, wenn ihr sagt, ich komme vom Kfz-Fuzzi, ne, dann macht er ein super Angebot. Hier, schöne Grüße noch an Kai. Alles noch drinne, bis auf die drei. Okay, aber ich hoffe nicht, dass ich die brauche. Ihr könnt dranbleiben und das Video bis zum Ende schauen, weil das Ding könnt ihr bei diesem Video gewinnen. Geiles Ding auf jeden Fall. Gewindefahrwerk drin, Domlager drin, Stoßstange drin, Werkzeug drin. Auf geht's. Hab die vergessen. Und wo ist mein HZ? Beste. So, jetzt können wir weiter. Ich bin angekommen. Hier ist alles drin, was wir brauchen. Und ich habe das Auto noch nicht gesehen, aber ich sehe es schon vom Augenwinkel. Sieht manchmal nicht schlecht aus. Mal schauen, was ihr sagt. Ne? Ob der Fuzzi verrückt ist oder nicht. Da ist das schöne Ding, ein BMW 325i Kompakt M-Paket. Da fehlen natürlich ein paar Sachen, nur ein paar Sachen. Das ist der Verkäufer Salvo, hey. Der beste Verlierer im Lande hier. Leute. Erzähl mal, was für ein Motor ist das? 325 Ti. Sechszylinder. Genau, 192 PS. Und das bei einem Kompakt. Genau, also es lässt sich auch gut fahren, wenn... Da kommen wir. Was hast du mit deinem Fahrwerk gemacht? Haben die das geklaut oder wie soll ich das jetzt vorstellen? Ich dachte, ich fahre den nach Hause jetzt. Vorderachse und so, Hinterachse, alles neu. Ja. Fahrwerk eingebaut. Von innen war der eigentlich schon top. Also größte Ausstattung, die es gibt. Ist ja auch M-Paket komplett, ne? Genau. Du hast auf jeden Fall, wie ich gesehen habe, hast du ein paar Sachen hier abgebaut und halt Geld gemacht, ist ja klar. Ein wenig. Also viel ist noch drin. Jetzt erzähl mir. Wie soll ich so nach Hause fahren? Und ich habe ja gehört, du hast ja noch 1,5 Stunden Zeit. Genau. Also in 1,5 Stunden baue ich noch den Motor aus. So nebenbei. Du hast ja alles mal ausgebaut hier. Ja, das nennt man jetzt alles leisten. Das nennt man M-Exclusive-Paket. Ja, das ist ja so. Ich habe das Auto für 400 Euro gekauft. Super Preis, kann man nicht sagen. Das ist allein nur der Motorwert. Ja, Innenausstattung und so bekommt der, verkauft der auch. Hier hat so was für ein Fahrwerk drin gehabt? KW V2. Ja, und die kostet schon allein sehr, sehr viel Geld. Heute haben wir kein KW, wir haben ein bisschen Imitat von KW, was sehr, sehr günstig ist. Hast du schon verkauft? Fahrwerk? Genau, Fahrwerk ist schon weg, ja. Sowas geht auch gerne. Das war, glaube ich, mit das erste und die Frontstoßstange. Genau, darum habe ich auch die Frontstoßstange gekauft. M-Frontstoßstange bei einem Kompakt, sehr, sehr beliebt. Ja. Bevor wir anfangen überhaupt... Können wir den, starten? Benzin.
Benzin. Okay, genau. Wir besorgen ganz schnell Benzin. Und dann gucken wir mal, ob der hier startet, bevor wir hier überhaupt hier was machen. 5 Liter. Es wird interessant. Wir haben nur 1,5 Stunden, ob wir das in 1,5 Stunden auch fahrbereit kriegen. Auf Blöcken steht der. Geil, Alter. Den musst du mal so fahren, Salvo. Auf Blöcken. Also aus der Werkstatt raus bin ich den bis hierhin gefahren, weil vorne, ja. Da ist so eine Rollplatte drunter. Du musst du bist den so gefahren. Ich bin den so rausgefahren, wie er hier steht. Du bist doch verrückt. Ey, ist doch gut, da kann ich ja so nach Hause fahren. Ja, wenn rechts und links einer steht und den lenkt, dann passt das. Ja, warum? Kann ich immer aussteigen und dann selber lenken? Das Geilste ist, ich habe das noch nie gehabt, dass ich ein Auto gekauft habe und ich glaube mal eine Stunde dran geschraubt habe, damit ich überhaupt fahren kann. Sowas hatte ich noch nie. Habt ihr sowas gehabt? Schreibt mal bitte in die Kommentare. Hä? Was tut denn Eidosch hier? Eidosch, erzähl mal. Wohin? Ey, was sagst du denn zum Auto? Muss man erstmal fertig machen zum Fahren, würde ich sagen. Ist er seine 400 Euro wert? Ich glaube schon. Okay, rede nicht zu viel. Nee. Ne, wir haben nicht so viel Speicherplatz. Nein. Komm, komm, komm. Super, mach's einmal auf, bitte. Was? Der hat nicht mal Dämpfer? Boah. Nee, aber hat er nicht, ey. Guck mal. Lass den Motor ruhig an am besten, warte. Marder lässt grüßen hier. Mach mal jetzt. Oh, guck mal, wie lange der steht und guck mal, wie der läuft. Nichts dran, sofort angesprungen, als hättet ihr den gestern Abend noch hingestellt. Das ist BMW. Wow, super ruhig läuft der. Ja, bitte. Haben wir doch gar nicht gemacht. Ja, aber ganz kurz. Ja, ganz kurz. Aber ganz kurz haben wir das gemacht. Ganz kurz. Wenn ich die Zeit. Ja, alles. Wisst ihr, was heute für ein Tag ist? Was für ein Tag? It's Friday, man. It's Sunday, Sunday. What? Was brauchen wir? Rote Schilder. Werkzeugkiste. AZ. Schlagschrauber. Beste, kann ich nur empfehlen. Dann haben wir die Stoßstange vorne und dann haben wir das Gewindefall. Stabis, Domlager, die bauen wir auch gleich zusammen. Innenausstattung haben wir kurz komplett rausgeholt. So sieht das Ganze jetzt aus. Warum Salvo den verkauft hat, zeigt er jetzt auch mal. Kleiner Tipp für alle, die ihn kompakt fahren. Vom Werk aus haben die Blindstopfen, also im Fußraum. Ja, so wie Golf halt, ne? Genau. Fängt das ganz gerne an zu rosten. Und an der Stelle, hier kannst du mal gucken, wenn der Rost durchgekommen ist, dann geht das da los. Aber das geht ja noch, ne? Das geht noch, aber... Das Problem ist der Teppich, der ist von unten ist so gummiartig und der saugt sich voll Wasser. Das ist das Problem. Und dann ist die ganze Zeit Feuchtigkeit da. Ja, und jetzt kommt's. Keiner was macht und das nicht auffällt, sieht das so aus. Da hat man hier einen Schweizer Käse. Ach du Scheiße. Und eigentlich kann man nur hier das komplette nur noch wegschneiden und neu reinmachen. Und ich bin ach, ein Typ. Ach du, das habe ich bei BMW auch schon lange nicht mehr gesehen. Ne? Aber bei E46 gibt es die leider, die Probleme. Ja, also so Radläufe ist ja super sauber, ja. Aber halt also, Innenraum nicht. Wo du das gesehen hast, was hast du gedacht? Weil ich weiß ja, dass du dieses Auto sehr, sehr geliebt hast. Ich weiß es ja. Männer weinen nicht. Aber wenn es ums Auto geht, dann schon, ja. Ich habe ehrlich geheult, weil ich viele, viele Stunden in das Auto investiert habe. Und bei Rost hört der Spaß auf. Ja. Ja, auch bei mir. Natürlich hätte ich mir hier neues Blech aus dem Schlachter holen können und das einschweißen können. Aber dann hast du ein Auto, was einen Vorschaden hat. Und das war für mich dann nicht mehr mein Kompakt. Und... ja. Hier hast du nochmal Taschentücher, damit du deine Tränen mal wegwischen kannst. Ja, sind zwar nicht von Tempo, aber besser, glaube ich. Die wandern auf jeden Fall in das neue Projekt. Der Jonas, der ist eigentlich schon ein ganzes Jahr da dran, mich zu animieren. Und nach dem 24-Stunden-Projekt,
habe ich dich soweit. Genau, da ja, weil du die Community gesehen hast. Genau, ne? Also ich war echt erstaunt und begeistert von dem Ganzen. Ja. Und ich bin in Sachen Folie stark. Ich meine, ich kann auch reparieren alles. Ich habe das damals alles gelernt. Ich bin ja Mechaniker. Das Projekt, was jetzt von meiner Seite aus kommt, ich glaube, das wird interessant. Da werde ich auch alle mit einbeziehen. Die Nummer wird auf jeden Fall richtig interessant. Wenn ich von deiner Seite aus darf, bleibe ich bis zum Ende bei dem Projekt dabei. Ja, natürlich, hier bist du sowieso dabei. Aber wir werden jetzt erstmal nicht verraten, was ich damit vorhabe. Genau, genau. Aber wer mich kennt, weiß schon, was ich damit vorhabe. Na? Und ich weiß, er ist ja in guten Händen. Deswegen ne. Geht das. Gute Hände. Die Sense und so, darf ich die behalten? Natürlich. Also alles, hab ich wieder gespart hier. Salvo, glaub mir, der wird schon geil. Und wenn er fertig ist, möchte ich mal sehen, wenn du mitfährst, wie deine Reaktion ist. Darauf bin ich jetzt schon gespannt. Ja, nicht, dass ich den wieder zurückkaufen möchte. Auf jeden Fall alles unten verlinkt. Gönnt dem mal ein Abo. Und wenn es soweit ist, dann werden wir wieso sein Projekt machen, was auch sehr, sehr interessant ist. So, Salvo, fangen wir an? Ich würde sagen, ja. Dann fangen wir an. Dann bauen wir das Ganze jetzt ein und gucken, ob wir den nach Hause fahren können. Geiles Ding auf jeden Fall. Ich freue mich schon. Aber mach mal bitte. Jetzt bin ich gespannt, wie tief das Ding wird. Ich krieg den Wagenheber jetzt nicht mehr raus. Echt jetzt? Nein. Ja, ist doch eine vernünftige Tieferlegung jetzt. Aber ich krieg den Wagen nicht mehr raus. Echt? Nein. Ja, müssen wir ein bisschen hochdrehen. Ja, wir haben den auch ganz runtergelassen, ne? Was ist das? 70 mm tiefer dann? So, gute 3 cm hoch gemacht. Jetzt hat die Feder auch Spannung. Jetzt schauen wir mal, wie hoch der jetzt gekommen ist. Machen wir mal 100. Ja. Akzeptabel. Ich bin auch weg. Sehr schön. Sehr schön. Schöne Tieferlegung. Sehr schöne, dezente Tieferlegung haben wir. Ey, ganz ehrlich, so war der vorher auch. So war der, ja. Ja, aber du konntest bei deinem KW-Fahrwerk auch runter machen. Ja, ja. Also ja. Ich hatte den auf Serieneinstellung. Ja. Aber da war noch auf jeden Fall Rissgewinde. Ja, ja, ich weiß. Ich habe die Spureinstellung gemacht. Das weiß ich ja noch. Ach, genau. Ja, natürlich habe ich die Spureinstellung. Aber das gefällt mir. Ja, hier, natürlich, der kommt nur so vorne. Ja, aber setz ich mal noch später, ne? Der setze ich noch ein bisschen. Ja? So, das ist die gleiche Farbe, die ich. Obwohl, ich habe die Stoßstange für 30 Euro geholt. Die hat Metallic, oder? Ja, Mann, das ist die gleiche Farbe. Das ist die gleiche Farbe. Ja. Boah, aber ganz ehrlich. Mit der ganz normalen Serienstoßstange, ne? Ja, sieht er natürlich bescheiden aus. Ja. Weil alles ist M, ne? Seitenschweller ist ja im Auto drin, oder? Hinten ist er M, M Felgen, M Stoßstange, M Himmel, M Lenkrad, alles M. Sogar die Sitze sind von M. Aber Stoßstange ist, ja, jetzt Serie. Ja. Macht ja auch nicht jeder, ne? Mir gefällt's, komm, wir haben keine Zeit, das ist ja geil. Möchtest du Fahrwerk sehen? Zeig. Hammergeil. Das gibt's nur in ganz hart. Genau, aber wenn das abgenutzt ist, kannst du den Rest einfach in den Kamin werfen. Das ist ganz umweltfreundlich. Ist das. Das ist Hammer. Genau was für die Grünen. Ich glaube, der stand einfach zu lange unter der Sonne. Nichts gut. Wenn mich einer fragt, ey Jonas, was hast du am Wochenende gemacht? Dann sage ich, ich habe unter 30 Grad Sonne Fahrwerk eingebaut. Auf dem Boden. Fahrwerk einbauen ist eigentlich nicht schwer bei BMW, aber das Problem ist, echt, wenn du es auf dem Boden machen muss, dann ist es zum Kotzen. Dann müssen wir nur noch die Hälfte des Autos nur noch einbauen. Dann sind wir fertig. Baut schon mal Sitz ein. Ist schon anstrengend, mal Autos zu kaufen. Also kauft niemals Wochenende Autos. Ist ein Tipp von mir. Guck mal, da müssen Motoren sein bei dir. Ich finde es aber sehr schön, dass du alle so schön sortiert irgendwo hingetan hast. Sauber, wo sind die Schrauben?
Ja, dort irgendwo. Wo sind die Schrauben? Ah, dort irgendwo. Bruder, weiß ich nicht mehr. Ist schon 2 Monate her, dass ich den auseinandergebaut habe. Ich so, ah, okay. Oh, elektrisch? Aber mit Memory, Alter. Oh. Und dann noch Sport-M-Sitze. Geil. Aber Bruder, ich fall nicht da durch, ne? Ja. Und gute Lüftung. Ja, ja. Gute also, Lüftung. Du kannst ja so, du kriegst sofort den Support. Genau. Ne? Genau. Was auf der Straße so ist, so. Aber richtig. Wir sind ready. Die ersten paar Meter fahre ich jetzt einmal. Ja, lange Beine. Ich hoffe mal, Klima geht, bitte. Bitte, 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 bitte. Ja, Mann, Klima funktioniert, geil. So. Okay, die ersten paar Meter. Okay, Bremse geht. Ist doch schon mal geil. Guckt, hört euch den Sound an hier. Der sieht doch gut aus. Jetzt mit dem Fahrwerk. Jetzt bin ich nur gespannt, ob sich der Fahrwerk auch super schön fahren lässt. Danke nochmal, dass du mir geholfen hast. Hey, ich darf. Und wir reden hier sowieso. So, jetzt soll was loswerden? Genau. Ja. Du bist ja dabei, wenn wir damit schrauben. Ja. So. Oh. Danke nochmal für alles. Hau rein. Und. Ciao. Also ich muss sagen, fahren lässt er sich gut. Ist so eine Handbremsschalter ist hier kaputt. Ihr hört, es piept sofort. Und ganz ehrlich, Fahrwerk ist manchmal nicht schlecht. Warum ist 6-Zylinder BMW so geil? Das ist doch ein Auto. Diese Geräusche kommen nicht vom Auto, es kommt hier von diesem ganzen Zeug hier. Aber achtet mal, ganz leichten Gasstoß. Achtet mal. Da kriegt man nur ein Grinsen. Nur ein Grinsen. Geil. Ich bin jetzt hier in der Halle angekommen. Ich glaube nicht, dass ich für 400 Euro was Falsches gemacht habe. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben. Würdet ihr das auch für 400 Euro kaufen? Das würde mich auch interessieren. Zum Gewinnspiel. Hier unser Kasten, mit dem ich heute super geschraubt habe, hat uns heute einfach den Hintern gerettet. Wo habe ich die Stoßdämpfer her? Hashtag 3 Buchstaben. Ist sogar unten verlinkt. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und Fahrwerk ist echt mal nicht schlecht, muss ich sagen. Lässt sich sehr gut fahren. Für 160 Euro. Kann man nichts Falsches machen. 3,25? 6-Zylinder. 6-Zylinder. Für 400 Euro habe ich es gekauft. Was meinst du? Ist gut? Was willst du denn damit machen? Mal schauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Und ein Abo würde ich mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Carsten. Bis dann.